fertig. Nähmaschine steht. So, die Enrichment Chamber. Wenn wir uns die Rezepte mal ansehen, ist quasi ein Macerator. Wir können jetzt hier rüber die Erze reinschmeißen und wie ihr seht, kommt Staub raus. Können aber auch dreckige Erze anscheinend reinschmeißen und wir kriegen sauberes Erz raus. Okay, aus Gunpowder kriegt man Flint. Und ich muss sagen, die Verhältnisse sind gar nicht mal so schlecht. So. Oh, da können wir noch an diesen Chisel-Zornbricks. Ist auch mal interessant. So, was ich aber eben gesehen habe, wir können darüber dieses Nether-Pick-Iron, was wir hier jetzt schon ein bisschen haben, können wir zu viel Stardust machen. Stardust. Würde ich sagen, das ist ein perfekter Moment, um das Ganze zu zeigen. Also ich finde, die Geräusche sind teilweise... Die sind nicht so weit wie bei Industrial Craft. Die machen sogar doch schon... Spaß kann man nicht sagen, aber... Die gefallen einem. So. Ich zeige euch mal gerade, was man in Enrichment Chamber alles einstellen kann. Halt, zwei Kohle kriegt man raus. Oder hier ein Lapis-Erz, zu Lapis. Die Gravel Ores kann man auch einspeisen, das gefällt mir. Etwa das. Ah, 10 Ore von Mechanism. Schön, wird bei uns direkt von Thermal Expansion generiert. 12 Redstone aus einem Redstone Ore. Nickel Dust. Oh, Diamond, das kann man auch wieder zu Diamonds machen. Compressed Redstone, Dirty Adidas, okay. So, jetzt muss ich mal gerade überlegen, was können wir machen? Dumm. Ah ja, wir könnten nochmal gucken, wie sieht das jetzt hier aus? Oh, das sieht doch schön aus. Machen wir nochmal direkt die nächste Maschine. Und zwar eine Precision Sawmill. Sagt, glaube ich, schon genau, was das Teil tut. Wieder Steel Casing, zwei Circuits. Ich habe schon wieder das Rezept für. Mann, wo ist das schon wieder an? Ich habe das Rezept wieder für ein Control Circuit vergessen. So. Brauchen wir Kupfer für? Wer würde ich doch sagen? Benutzen wir doch direkt mal die neue gebaute Enrichment Chamber. Also wir werden auch wahrscheinlich die ganze Erzproduktion jetzt über Mechanismen laufen lassen. Hauen wir mal rein. Hier holen wir den Stahl raus. Und wir bekommen Copper Dust. Den Copper Dust können wir, glaube ich, nur schmelzen, oder? Ja, kann man das aber Aluminium Brass machen oder halt Bronze, Brass Dust oder Bronze oder Cupronickel, gut zu wissen. Könnte man wieder zu einem Erz combine. Ja, halt der Leuchtmelter, bla bla bla. Gut, den kann man durchschmelzen. Ja. Ich bin auch ein Eubel. Ich bin doch so ein Eumel. Ich will hoffen, dass er jetzt die Energie behält. Gut. Da habe ich wieder mal schön meine Inkompetenz bewiesen. Machen wir nochmal ein Kabel dazwischen. Wir wollen das Ganze natürlich über den Cube hier laufen lassen. Also. Logic Infuser, Energized Smelter, Enrichment Chamber. Nö. So, du das weiter aufladen. Ach, da ist ja auch geil, die Items werden ja da drin gehalten. Das ist ja mal geil. Natürlich werden wir nicht hier die ganze Zeit über diesen blöden Heat Generator arbeiten. Wir werden auch noch weiter Strom produzieren über andere
Strom, genau. Radtouren darf man Mechanismen. Ist halt nur erst halt der Anfang. So, die Precisions Formel hat. Na. A machine used to process locks and other wood-based items more efficiently as well as to obtain sawdust. Heißt im Klartext, in der Sawmill können wir wie in der Sawmill von Thermal Expansion, kriegen wir mehr Holz raus. Aber über Mechanismen kriegen wir 6 Holzplanks raus aus einem Lock und einmal Sawdust, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich werde mal gucken, vielleicht kann man das Ganze hier. Wow, ich muss sagen, das sieht geil aus. Also Mechanismen gefällt mir jetzt schon richtig, muss ich sagen. Was ich sagen wollte, ich will mal gucken, ob ich hier das auch Ganze über die Translocator laufen lassen kann, dass die Items dann sofort rausgeholt werden. So, jetzt werde ich aber mal anfangen. Steel Casing kann ich schon mal wieder vorbereiten. So, 4 Iron. Haben wir noch was? Jo, haben wir. Was brauchen wir nochmal für die Circuits? Ah, da fehlen noch 2 Redstone. Da ist alles fertig, da auch. Machen wir noch schnell die 2 Copper Ingots fertig. Was ich mir wahrscheinlich auch denken kann, was gut möglich sein wird, ist, dass der ganze Strom von Mechanismen über auch über die Teleporter, die Tesserakte, weitergeschickt werden kann. Also die Tesserakte von Thermal Expansion. Oh, wir haben keine. Ich habe keine Wischelei mehr. Ich brauche nochmal. Gut. Warte, ich will es genau haben. 1, 2, 6. Gut, darf ich da nochmal was holen gehen? Ja, machen wir nochmal was mehr. Haben es ja. So. Leider noch. Das sollte jetzt perfekt reichen. Boah, ich kriege momentan richtig Nerven mit diesen Circuits. Eines haben wir. So. Was fehlt uns jetzt noch? Wir müssen noch auf 2 weitere Circuits warten. Auf 2 Invisible Alloy. So, haben wir Enriched Alloy, 2 Circuits und, ah ja, Steel Casing. Die Precision Formel ist fertig. Die knacken wir auch mal dahin, habe ich aufgeladen. Okay, wenn wir mal da reinschauen, Wood Planks, Sticks, Sawdust. Oh, kriegen wir schon direkt fertig einen Rubber raus, das werden wir auch Rubber Boot reinstecken. Gut zu. Wo ist da bitte der Sinn? Wir stecken eine Kupfermünze rein und kriegen 6 Sticks und Sawdust raus. Jo. Okay, wie man sieht, kann man wahrscheinlich auch schon alles wieder recyceln da drin. Die ganzen hier Holzwerkzeuge und sowas. Die Leitern halt. Gut, würde ich sagen, wir haben hier noch oben jede Menge Rohholz. Nehmen wir uns mal hier so ein Stack Canopy Tree Blocks und schauen uns das Ganze dann mal an. Haben wir. Oh. Das Ganze ist ein Sägewerk. Hm, auch nicht schlecht.
Und wie wir sehen, wir kriegen 6 Planks raus. So. Während das am Laufen ist, mache ich mal dafür eine Truhe. Stell die mal da oben drauf. So, wie man sieht, wir kriegen auch Sawdust raus. Was kann man damit machen? Aus Sawdust? Ja, kann man wieder Crack Tech bla 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 machen. Oder warte, ist das hier schon bei? Jo. Wir können aus 4 Sawdust und 4 Enderperlen und einem Eye of Ender eine Cardboard Box machen. So, was ist eine Cardboard Box? Ganz einfach. Eine Cardboard Box, damit können wir diese Maschinen einstecken und wegtragen. Also, es ist ein Karton. Oh, das ist aber schon noch ein bisschen. Muss ich mir merken? Oder mache ich jetzt, glaube ich, schon Zahnmuffler? Das war ein Notblock und Wolle. Wolle müssten wir noch was haben. Jo. Holz haben wir auch. Boah, ich muss sagen, das klingt jetzt auch schon ein bisschen in meinen Ohren, ne? Nach der Sommel. Baue ich die mal hier hin. Hallo? Ist sie zu weit weg jetzt oder was? Oh, okay. Der Soundmuffler funktioniert anscheinend dabei gar nicht. Aber es gibt, soweit ich weiß, auch von Mechanismen Upgrades. Schaue ich mal, ob ich hier gerade sowas finde. Natürlich tue ich das nicht. Ballon. Oh. Die Ballons schaue ich mir auch mal an. Das interessiert mich. So, haben wir noch Zeit? Ich schau mal gerade nach, wie lange wir schon am Aufnehmen sind. Wer sagt ich? Wir sind bei 40 Minuten, okay. Da können wir noch was machen. Würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Und zwar haben wir jetzt hier schon den Metallurgical Infuser, Inventor Smelter, Enrichment Chamber und die Precision Sawmill. Würde ich sagen, machen wir uns jetzt einen Crusher. Der Crusher, nicht zu verwechseln mit dem Rock Crusher oder dem Universalmesserwetter. Der Crusher ist ein. Ah, der ist voll. Scheiße, hätte ich mal lieber so gelassen, war schön ruhig gerade. So, der Crusher. Oh, Lava-Eimer. Also, bei dem Crusher kann man Clumps, die man später von den weiteren Maschinen, weiß ich noch nicht, ob wir heute darauf noch kommen. Also über den Quascher kann man Clumps in Dirty Dust machen, die wir dann in dem